Leute, da habt ihr mich aber wieder auf einem kalten Fuß erwischt. Denn wie ihr wisst, habe ich mir ja neulich eine neue Religion gesucht. Weil ich leider feststellen musste, dass im Koran, hier in dem alten Buch, so viele logische Widersprüche stehen, dass ich das leider nicht verantworten kann, euch weiter daraus etwas zu lehren. Ja, ich weiß, es klingt jetzt bisschen schwierig zu glauben, aber guck mal hier, bisschen schwierig jetzt alles. Guck mal hier die Sache im Paradies, mit den Jungfrauen ist das alles nicht so einfach. Und ich selber hab... Ja, guck, ich hab da auch mal ein Video zugemacht. Und dieses Video war voll schwierig, weil da gibt's diesen Typen, der hat halt was gesagt zu den weißen Weintrauben, die da im Paradies auf dich warten. Keine Jungfrauen. Weintrauben. Der meint das ernst. Weintrauben. Echt. Ja, ich bin natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Nee. Ich hab da schon eine Hammerbegründung abgeliefert, warum Muslime sich nicht mit weißen Weintrauben begnügen müssten. Aber ich musste trotzdem eine Menge Koranverse dafür rezitieren. Und ihr merkt das schon an dem Titel unten an dem Video. So ein kleiner Nachgeschmack bleibt ja irgendwie doch. Sind es nun, muss ich eben mal gucken hier, sind es nun Weintraubenweiße oder sind es nun Jungfrauen? Ich finde ja ehrlich gesagt diese Ungewissheit im Glauben zum Kotzen, ne? Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, was im Jenseits läuft, Weintrauben oder Jungfrauen oder ob es dann 72 sein sollen oder einfach nur eine Zahl für möglichst viele Jungfrauen, das ist einfach sehr, sehr schwer aus diesen alten Schriften zu entnehmen, ne? Ihr Koran und Bibel und wie sie nicht alle heißen, diese alten dicken Bücher, ne? Zum Kotzen ist das. Da muss man manchmal also richtig tagelang recherchieren, bevor man dann irgendwo eine passende Stelle findet im Koran oder meinetwegen auch in der Bibel, die kommen könnte, wenn eine kritische Frage kommt, die man als Antwort parat haben könnte, ne? Muss man manchmal ganz schön lange dran suchen. Aber das kennt ihr ja von meinen anderen Videos. Jedenfalls habe ich mir ja eine andere Religion gesucht, habe ich ja schon erzählt. Ich bin ja jetzt Pastafarianer. Und bei den Pastafari, da läuft das alles ganz eindeutig. Da gibt's kein Rumgedeutel an der Schrift und nix. Das ist ganz klar geregelt. Das ist im Achten, am liebsten wäre es mir, was das fliegende Spaghetti-Monster dem Propheten Bobby mit auf den Weg gegeben hat. Ganz klar geregelt. Das steht nämlich geschrieben. Achtung jetzt. Am liebsten wäre mir, wenn ihr anderen nicht antätet, was sie euch nicht antun sollen, sofern ihr auf, Sachen steht, für die reichlich Leder und Gleitmittel und Las Vegas nötig sind. Sollte euer Partner darauf stehen, lasst es krachen, macht Fotos und um Himmels Willen benutzt ein Kondom. Echt jetzt, es ist nur ein Stück Gummi. Wenn ich nicht gewollt hätte, dass es sich gut anfühlt, wenn ihr es miteinander treibt, hätte ich Dornen dran gemacht oder sowas. So spricht das fliegende Spaghetti-Monster. Echt jetzt. Ich meine, damit nimmt mir der Prophet Bobby natürlich eine der größten Sorgen, die ich im Hinblick auf das Paradies immer schon gehabt habe. Ich meine, 72 Jungfrauen, das steht ja auch noch zur Debatte. Es gibt ja Leute, die behaupten, es sind nur 72. In 4 Jahren als Boxer habe ich 72 Jungfrauen mal eben mitgenommen. Echt? Ja, wenn du Ruhm hast, dann kommen die ganz von alleine, die Jungfrauen. Aber mal sei ehrlich, du, was soll ich denn eine Ewigkeit machen, wenn ich mit 72 Jungfrauen in 4 Jahren schon durch bin? Und auch schön ist ja, die Frauen, ne, da redet ja keiner sonst von. Die Frauen, die haben natürlich im Paradies vom fliegenden Spaghetti-Monster, die haben ja genauso die Möglichkeit, diese Stripperfabrik, die es da gibt, zu benutzen und sich jeden Tag einen neuen Kerl zum Knattern ins Bett zu holen, ne? Da hat die Claudia nicht nur einen Schäfer und da hat sie, wenn sie will, jeden Tag einen neuen Schäfer und zwar maßgeschneidert. Und dazu kommt ja noch das Bier aus dem Biervulkan. Ich meine, eine ganze Ewigkeit lang, Leute. Ich sage euch, pfeift auf 72 Jungfrauen. Entscheidet euch für die glorreichen 3. Fliegendes Spaghetti-Monster, Stripperfabrik und Biervulkan. Die einzig wahre Religion. Echt jetzt. Der Pastafarianismus. Das war's von mir für heute. Macht's gut. Euer Pierre.